Einen schönen guten Morgen, liebe Freunde, liebe Geschwister. Schön, dass ihr da seid und ich begrüße euch herzlich bei unserem Weckruf. Und wir sind heute am 25. September, Dienstag. Und ich mache mir Gedanken darüber, warum so manches Mal Menschen glauben, Gott erhört nicht ihr Gebet. Sie sagen doch, als ich nach ihm rief, hat er nicht geantwortet. Ich höre es auf dem TV. Für die, die es nicht wissen, wir haben einen TV-Sender und wir senden da täglich abends ab 20 Uhr. Da kommen dann schon mal Leute und wir haben einen kleinen Chat daneben dem Bildschirm, wo die Menschen auch direkt kommunizieren können mit mir. Und da hat einer gesagt, ja, aber ich bete und ich höre ihn nicht. Er antwortet nicht. Wir sollten einfach mal überprüfen, was beten wir? Beten wir so, dass es zum Heil aller möglich und gut ist? Oder beten wir in der Richtung des Egoismus, dass es in erster Linie mir wichtig ist? Denke ich beim Gebet auch an meine schwächeren Freunde und Geschwister, die auch Gottes Hilfe brauchen? Frage ich nach dem, was Gott will? Wir beten doch im Vater unser gern, dein Wille geschehe. Aber fragen wir nach dem Willen des Allmächtigen? Wo finde ich den Willen Gottes, indem ich im Wort Gottes in der Bibel studiere? Dort redet Gott zu mir. Dort prägt er mich. Dort zeigt er mir, wofür ich beten kann und soll. Ich sage euch, liebe Freunde, auch in Matthäus steht es ja so drin: Trachtet zuerst nach dem Reich Gottes und seiner Gerechtigkeit, so wird euch alles andere hinzugegeben werden. Beten wir zuerst zur Ehre Gottes oder beten wir schon gleich für uns? Beten wir Lobpreis und Anbetung oder jammern wir über unsere Vergänglichkeit? Meine Gedanken, sagt Gott, sind nicht eure Gedanken und eure Wege sind nicht meine Wege, spricht der Herr. Jesaja 55, 8. Meine Gedanken sind nicht eure Gedanken. Und eure Wege sind nicht meine Wege, spricht der Herr. Ist das vielleicht der Grund, warum wir manchmal glauben, wir werden nicht erhört, obwohl Gott immer erhört? Im Gegenteil, Gott hört sogar manchmal ganz genau. Aber seine Liebe ist es, manches nicht zu erfüllen, weil wir sonst den Weg verlassen würden, den Gott uns zeigt, oder weil wir uns mit Gedanken herumschlagen müssten, die Gott nicht gefallen. Frage immer erst, Herr, was willst du, dass ich tun soll? Das finden wir auch in der Bibel, dass es Menschen gab, die gefragt haben, Herr, was willst du, dass ich tun soll? Jeschua selber fragte sogar einmal einen Ungläubigen: Was willst du, dass ich dir tue? Ein Kranker war das. Jeschua hat nie gesagt: Ich hätte gern, ach, ich würde mal, ach, dies und jenes. Jeschua hat immer zuerst an Gott, den Vater, an seine Verherrlichung und Ehre gedacht und an das Nötige für andere. Er hat bei der Speisung der 4000 und auch der 5000 nicht das Brot und die Fische vermehrt, weil er Hunger hatte, sondern weil er sah, die Menschen haben Hunger und die wollte er satt kriegen. Denn Jeschua legte nicht viel Wert auf Irdisches und Äußeres.
Wie war das denn, als die Jünger aus der Stadt herauskamen an den Jakobsbrunnen und zu Jeschua kamen und ihm Essen geboten haben? Herr, du musst essen. Und Jeschua sagte, ich benötige jetzt nichts. Meine Speise ist die, dass ich den Willen dessen tue, der mich gesandt hat. Das heißt nicht, dass Jeschua nie gegessen hat. Aber er wurde satt im Gehorsam. Schon eine seltsame Geschichte bei der Versuchung der in Matthäus im 4. Da hatte Jeschua am Ende schon Kohldampf. Aber er ließ sich nicht verführen, um Brot zu machen. Er hat gewusst, das ist nicht der Wille des Vaters, dass ich jetzt aus Steinen Brot mache. Und das war für Jeschua immer wichtig. Zuerst den Willen Gottes, zuerst die Gedanken Gottes zu erspüren. Seien wir ehrlich, liebe Menschen, wir sind sehr oft eigennützig und sehr egoistisch. Uns geht es darum, dass zuerst unsere Gedanken sich bewahrheiten, erfüllen. Und wir wollen, dass unsere Wege gut gehen. Aber Gott sagt ja, meine Gedanken sind nicht eure. Was heißt das eigentlich? Dass seine Gedanken zu meinen werden sollen. Und eure Wege sind nicht meine Wege. Das heißt auch, dass wir seine Wege gehen sollen, wenn wir das Ziel erreichen wollen. Wobei wir im Neuen Testament unterdessen wissen, es gibt nur einen Weg. Jeschua sagt, ich bin der Weg und die Wahrheit und das Leben. Niemand kommt zum Vater als allein durch mich. Lass Gott deine Gedanken ändern in seine Gedanken. Und dir wird die Größe Gottes offenbar. Dir wird bewusst, was Gott in dir, mit dir und durch dich schaffen möchte. Der Lehrtext steht in Markus 1, 17 und 18, da heißt es, Jeschua sprach zu Simon und Andreas, folgt mir nach, ich will euch zu Menschenfischern machen. Und sofort verließen sie ihre Netze und folgten ihm nach. Seine Worte fielen auf das Herz, auf den Boden des Herzens dieser beiden Männer und keimte sofort. Sie folgten ihm. Sie ließen alles stehen und liegen und folgten ihm. Obwohl nicht immer die Gedanken der Jünger die gleichen Gedanken wie die von Jeschua waren, aber sie folgten ihm, weil sie merkten, er ist anders als die Pharisäer und als die anderen Rabbis. Und Jeschua sagte auch, ich will euch zu Menschenfischern machen. Es war vielleicht anfangs nicht unbedingt ihr Lieblingsweg, aber sie ließen sich verändern und folgten ihm. Und das ist das Wunderbare. Sie ließen sich verändern. Sie ließen sich vorbereiten, zubereiten, um diesen ewigen Weg zu gehen, den Weg des Heils. Nicht von der Welt zu Gott, sondern von Gott zu den Menschen
geht der Weg Jeschuas. Und darum ist Jeschua auch der Weg allen christlichen Denkens. Lasst euch gebrauchen. Fangt an, umzudenken. Lasst eure Gedanken von Gott reinigen, dass es eure Gedanken werden. Und ihr werdet den Weg Gottes erkennen. Amen.